Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Im letzten Part haben wir Cobalium und Terrakium gefangen und die Legi-Jagd geht heute weiter. Dementsprechend schnappen wir uns unsere Äonenflöte und machen uns auf die Suche nach dem nächsten legendären Pokémon. Wenn ich bedenke, wie oft ich jetzt schon irgendwelchen Legis begegnet bin. Ich glaube, wenn ich das echt alles hintereinander gemacht hätte, huch, wäre ein bisschen doof gewesen. Hallo Waschakbel. Ja, man kann hier oben auch Pokémon begegnen. Das habe ich auch festgestellt, als ich irgendwann letztens rumgeflogen bin und mich einfach mega erschrocken habe, als mich, ich glaube, es war ein Schwalbini oder so, als mich dieses Ding angefallen hat. Ich bin schon ein bisschen zusammengezuckt. Aber ja, das geht hier oben durchaus. Und, also ich glaube, wenn wir das wirklich alles auf einem Haufen gemacht hätten, also weiß ich nicht, 20 Parts hintereinander, muss nicht sein. Und ich glaube, man sieht auch schon ganz eindeutig, wo ich hin möchte. Da ist nämlich so eine kleine Spalte. Wir müssen in die Nähe von Faustohafen und ja, also man muss ihn lassen, man sieht, wenn irgendwas ungewöhnlich ist. Also diese Gewitterwolke war ziemlich auffällig und dieser Riss da im Raumzeitkontinuum, ja. Ne, die gibt einem vielleicht auch so ein bisschen zu denken. Da ist ein großer Spalt im Himmel. Um ihn herum ist es so still, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ja gut, jetzt kann man sich vermutlich auch schon denken, welches Pokémon uns gleich begegnet. Möchtest du in den Spalt fliegen? Ja, bitte. Oh, diese Musik, ich liebe sie. Hallo Dialga. Um Dialga hier antreffen zu können, muss man Selfe, Vesprit und Turbos im Team haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Dementsprechend haben wir diese Spalte bislang auch noch nie gesehen, per Überflieger, weil ihr seht, ich habe die drei dabei. Die wäre mir, glaube ich, sonst noch aufgefallen. Das ist auch wieder so ein Fall von, die Bedingung könnte man eventuell erfüllen, die ist auch nicht so weit hergeholt, weil ja Selfe, Vesprit, Turbos und Dialga, Palkia, Giratina so ein bisschen zusammengehören. Aber andererseits, wer hat die drei schon zufällig im Team und fliegt hier rum? Aber gut, ich finde die Bedingung eigentlich ganz cool, finde ich auch ziemlich passend und ich mag Dialga auch lieber als Palkia. Muss ich sagen, natürlich in Omega Rubin hätte man Palkia hier angetroffen. Das tat nicht so weh, wie ich gedacht hätte. Okay, paralysieren werde ich erstmal. Also ich finde, Dialga ist echt ein sehr cooles Pokémon, muss ich sagen. Also Palkia finde ich nicht ganz so episch, aber Dialga, ich weiß nicht, es gefällt mir optisch richtig gut und es hat vielleicht auch so ein bisschen den PMD-Bonus, das gebe ich zu. Ich habe sogar eine Dialga-Figur, die ist gar nicht mal so klein, ich weiß nicht, wie hoch ist die? 20? 30 Zentimeter oder so? Also nee, ist ein sehr, sehr cooles Pokémon, definitiv. Machen wir mal den Donnerblitz. Zeitenlärm. Ja gut, dass du die Attacke drauf hast, überrascht mich jetzt eher weniger, um ehrlich zu sein. Womit schwäche ich dich jetzt am besten? Ich habe so ein bisschen Angst, eine Drachenattacke zu machen. Machen wir mal die Mondgewalt. Die ist ja nur neutral durch den Stahltype von Dialga. Ich möchte mich auch ehrlich gesagt jetzt nicht megern, weil dann habe ich den Feentyp und wenn dann eine Stahlattacke kommt, ist nicht so nett. Andererseits, so eine Drachenattacke ist vielleicht auch nicht so nett, ne? Egal, lassen wir es erstmal so. Da. Also Dialga zu fangen, stelle ich mir auch ehrlich gesagt nicht so nett vor. Denn ich habe halt nur drei Pokémon aus meinem Team dabei. Und Selfe, Vesprit und Turbos sind halt vom Level her nicht so hoch. Deswegen habe ich Angst, dass die nicht so viel aushalten von dem, was Dialga uns da entgegenfeuert. Aber mal gucken. Ich gebe mir alle Mühe.
Wobei, das heißt, ich gebe mir alle Mühe, ich kann sowieso nur Bälle werfen. Also ich mag die Alga echt sehr, sehr gerne und ich finde es mega episch, dass wir es hier fangen können. Weil ich meine, das letzte Mal war nun mal in Diamant per Platin. Wenn ich bedenke, was kam nach Platin noch? Hard Gold und Soul Silver, da konnte man es nicht fangen. Ich weiß nicht, es gab ja dieses Event, wo man dann auch Arceus kriegen konnte. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, da konnte man auch die Alga bekommen, aber im regulären Spielverlauf halt nicht. Darum geht's mir ja. Dann kam Schwarz und Weiß 1, dann kam Schwarz und Weiß 2, dann kam X und Y und da konnte man es auch nirgendwo bekommen. Ja, so der letzte Dialga-Fangversuch ist schon ein bisschen her. Ich muss auch sagen, dieses Prinzip, dass die halt alle aus diesen Ringen kommen. Ich fand das am Anfang ein bisschen fragwürdig und irgendwie auch ein bisschen schade, weil es halt immer die gleiche Kampfumgebung war. Und ich weiß nicht, das kam mir so unepisch vor. Die kommen alle aus diesem Ring und sind dann in dieser rosa Wolke hier drin. Und ich weiß nicht, ich mochte das Prinzip irgendwie nicht so. Aber mittlerweile habe ich mich da eigentlich ganz mit angefreundet und da kann man ja auch viel spekulieren, wo kommen diese Ringe her. Ich glaube, sollen die angeblich von Hooper kommen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es jetzt war. Aber man kann da halt so ein bisschen spekulieren, ob die vielleicht aus anderen Dimensionen oder so kommen. Und deswegen sind die jetzt hier in der Höhenregion. Keine Ahnung. Aber so konnten sie natürlich auch jede Menge legendäre Pokémon hier einbauen, weil sie nicht wirklich eine Begründung brauchten, warum die jetzt hier sind. Und sie haben zumindest ihre Kampfmusik behalten. Das finde ich ganz schön. Also das fände ich traurig, wenn die jetzt alle das Gleiche hätten. Mal überlegen, du kannst Aurasphäre, du kannst Zeitenlärm, du kannst Eisenschweif und Lichtkanone. Das sollte Metagross halbwegs gut wegstecken, denke ich. Vielleicht möchte die Jäger jetzt ja auch im Ball bleiben, weil Metagross ist ja auch ein Stahl-Pokémon und es denkt sich jetzt so, yo! Oder auch nicht. Hätte ja mal klappen können, ne? Ja, mal ganz ehrlich, Dialga hat für mich sowieso durch PMD einen riesigen Bonus bekommen. Ich find's da richtig cool. Deswegen könntest du jetzt ruhig in dem Ball drin bleiben. Das fände ich sehr, sehr nett von dir. Ich habe auch schon ganz viele Freunde von dir in der Box, wobei eigentlich ja nicht wirklich, weil selber Vespertobitz habe ich ja dabei und... Wobei doch, du hast einen Freund in der Box. Fällt mir gerade so ein. Doch, da ist jemand. Den ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen habt, meine ich. Wie ich ja schon mal vorhin sagte, in Omega Rubin kann man Palkia fangen, anstelle von Dialga. Und wenn man beide im Team hat, dann kann man noch den dritten im Bunde fangen. Das möchte ich eigentlich heute auch noch ganz gerne machen. Und dementsprechend habe ich mir Palkia schon aus Omega Rubin rübergetauscht. Der ist, glaube ich, nur in der zweiten Box, deswegen habt ihr ihn noch nicht gesehen. Dementsprechend hätte Dialga doch einen Freund in der Box. Das habe ich ganz vergessen irgendwie. Schade. Ich hatte schon gehofft, aber das Ding liegt dann auch unwahrscheinlich lange ruhig, bevor das Pokémon wieder rausspringt. Das ist echt fies. Wisst ihr, was ich übrigens, um nochmal auf die Sache mit den Ringen zurückzukommen, was ich daran ein bisschen mies finde? Wenn, also Finsterbälle sind ja eigentlich effektiver als Hyperbälle und dadurch, dass die Pokémon hier halt nicht in Höhlen oder so anzutreffen sind, sondern immer in diesen anderen Dimensionen, ne, kann ich die Finsterbälle nicht wirklich benutzen. Das finde ich schade. Und ich glaube, sie hätten auch echt epische Kampfhintergründe machen können. Wenn ich jetzt mal so an die Seewoge denke, unter Wasser, Lugia, ich glaube, da hätte man schon einen sehr epischen Kampfhintergrund machen können. Oder auch so Dialga dann so. Also meinetwegen können sie das mit den Ringen auf jeden Fall auch machen, die so auftauchen zu lassen, aber sie könnten die Kampfhintergründe so ein bisschen anpassen. Ich meine, wenn es schon quasi wie eine andere Dimension ist, dann hätten sie doch auch die Speersäule in den Hintergrund packen können. Das hätte ich cool gefunden. So die Speersäule oder bei Lugia halt so die
Nicht die Seeschauminseln, die Strudelinseln. Sowas halt. Es hätte mir doch ganz gut gefallen. Aber gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich hätte die Idee schön gefunden. Für Schaden macht der Zeitenlärm. Na gut, dadurch, dass es nicht sehr effektiv ist. Aber es macht trotzdem guten Schaden. Wobei ich Raumschlag, glaube ich, sogar gemeiner finde als Zeitenlärm, weil nach Raumschlag musst du dich, soweit ich weiß, nicht eine Runde aufladen. Müsste ich es jetzt nicht eigentlich mega leicht fangen können? Es kann sich doch nicht bewegen. Aber gut. Du kannst ja auch ruhig Gigastoß auf ein schlafendes Pokémon machen und es wacht nicht auf, von daher gesehen. Hinterfragen wir die Logik mal lieber nicht. Ich glaube, Aurasphäre ist noch das Schlauste, was er machen kann. Was ist denn mit was anderem? Möchtest du vielleicht einen Timerball haben? Weil ich meinen Timerball, Dialga, Herrscher der Zeit, Time, Okay. Ich dachte, die Anspielung wäre cool, okay? Oder das Wortspiel. Aber scheinbar nicht. Vielleicht hat Dialga es auch nur nicht so ganz verstanden. Wir können es ja nochmal versuchen. Vielleicht ist ihm jetzt ein Licht aufgegangen und er denkt sich, ja, das war gar nicht so unlustig. In dem Ball bleibe ich drin. Okay, ich habe schon verstanden, ich bin unlustig. Das hättest du mir nicht nochmal so vor Augen führen müssen. Immer diese widerspenstigen legendären Pokémon, das ist unfassbar. Dialga, du weißt, dass ich in meinen Parts immer maximal eine Viertelstunde eingeplant habe für ein Legi, wenn ich zwei fangen möchte, dass ich maximal auf 30 Minuten komme. Das heißt, deine Zeit läuft, die ist fast um. Sträub dich nicht so. Insgeheim willst du doch von mir gefangen werden. Gut, deine Attacken gehen sogar schon daneben. Du bist schon komplett neben der Spur. Bleib doch einfach in diesem wunderschönen Hyperball drin. Ich weiß, meine Überzeugungsversuche waren auch schon mal besser. Ich gebe es ja zu, aber irgendwann gehen mir einfach die Ideen aus. Autsch. Guck mal, Rückstoß gefährdet, also bewegungsunfähig plus Timerball. Also das muss jetzt funktionieren. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Was habe ich gesagt? Okay, das war Zufall, aber egal. Sehr schön. Man muss nur hartnäckig bleiben. So, Dialga. Zeitweilig. Stahldrache, 5,4 Meter, 683 Kilogramm. Es besitzt die Macht, die Zeit zu kontrollieren. In den Mythen von Sinnoh erscheint es als Gottheit. Nein, danke. Gut, gut. Und weg ist der Riss. Dann kann ich gleich mal hier landen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Fangversuch. So, dann bin ich auch schon wieder. Ich habe mich mal ein bisschen weiter weggestellt, damit wir besser gucken können. Und ich finde es cool, wie das Boot da entlang fährt. Das ist mir so aufgefallen währenddessen. Das finde ich cool. Ja, die Raumspalte ist wieder aufgetaucht. Und ja, mal gucken, was uns dort jetzt erwartet. Okay, es ist klar, was uns erwartet, aber tun wir mal so, als würden wir es nicht wissen. Da ist ein großer Spalt im Himmel. Durch ihn hindurch kannst du eine sonderbare Zerrwelt sehen. Ja, die Anspielungen sind schon ziemlich eindeutig, das stimmt. Ja, bitte. Hallöchen, Giratina. Oh, diese Musik. Ja, die klingt auch nach Zerrwelt, durchaus. Ich habe jetzt natürlich sowohl Dialga als auch Palkia im Team.
Kann ich auch gleich nochmal eben kurz zeigen. Und ja, dann taucht eben Giratina hier auf. Ist wieder auch so ein Fall von, du brauchst beide Pokémon, was ich aber gar nicht so schlecht finde. Ich meine, dadurch kurbeln sie den Kauf beider Editionen an oder man muss halt mit Freunden tauschen. Dort haben wir beide. Wie gesagt, habe ich mir einmal rüber getauscht. So, erstmal die Donnerwelle, bitte. Du machst weiter Aurasphäre, okay. Das bekommt mir natürlich nicht so gut. So. Boah, macht das unendlich viel Schaden. Schemenkraft. Das finde ich natürlich nicht so lustig. Ja gut, dann muss Kai leider den Schlag jetzt einstecken. Das sieht cool aus. Weil während Schemenkraft kann ich auch nichts machen. Ich kann ihn nicht angreifen, ich kann glaube ich auch keinen Ball werfen. Ich habe Gardevoir nicht mitgenommen. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen. Na gut. Habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Wie viel Schaden macht denn der Eisstrahl? Giratina ist übrigens ein Drache-Geist-Pokémon. Dunkelklaue. Mit seinem Flügel. Dementsprechend ist der Eisstrahl auf jeden Fall keine schlechte Wahl, um es zu schwächen. Ja. Bürde. Also es kann jetzt Aurasphäre, Schemenkraft, Dunkelklaue und Bürde, ja. So drei Geistattacken? Okay. Aber keine Drachenattacke, das wundert mich so ein bisschen. Nur noch 22 Hyperbälle fällt mir gerade auf. Ich hätte vielleicht einkaufen sollen. Aber ich dachte mir so, ach, muss ja nicht. Na gut, machen wir das Beste draus. Ich muss auch sagen, Giratina ist für mich ein etwas gruseliges Pokémon. Ich meine, ich mag seinen Auftritt im 11. Pokémon-Kinofilm total gerne. Vor allem auch, wie die Zerwelt dargestellt worden ist in diesem Film. Richtig, richtig toll. Kann ich mir jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Und ich mag auch die Zerwelt in Pokémon Platin und diesen ganzen Auftritt von Giratina sehr, sehr gerne. Aber als ich zum ersten Mal Diamant und Perl gespielt habe, da hat das ja nicht so eine große Rolle. Da, ja, bin ich dann nach Abschluss der Hauptgeschichte nochmal umhergereist und habe dann eben den Aufenthaltsort von Giratina gefunden und bin da auch reingegangen und hab's angesprochen und habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass das Ding Level 70 hat. Und das hat mich fürchterlich auseinandergenommen in dem Moment und seitdem habe ich irgendwie, ich weiß nicht, auch dieser ganze Ort, wo es sich aufgehalten hat, war einfach mega creepy irgendwie, diese Höhle. Und mit total starken Pokémon, die irgendwie auch schon Level 66 hatten oder so. Und ja, wie alt war ich, als ich das gespielt habe? 14 oder so? Da fand ich das echt gruselig. Es hat sich dann, wie gesagt, mit Platin und dem Kinofilm ein bisschen geändert, aber so damals habe ich doch so ein bisschen Angst vor Giratina gehabt. Muss man so sagen. Ein Volltreffer. Ich möchte auch gerne einen Volltreffer mit meinem Hyperball landen. Wäre das möglich? Offensichtlich nicht. Okay. Ich muss aber auch sagen, die Donnerwelle ist echt super. Bin ich sehr froh, dass ich die habe. Aber wenn ich daran denke, wie viel Geld ich schon für Bälle ausgegeben habe in diesem Let's Play. Ich hätte dieses Geld gerne in Wirklichkeit. Da wäre ich sehr dankbar für. Doch, doch. Weil ich natürlich nicht weiß, wie die Umrechnung ist. Ich denke mir immer, vielleicht kann man einfach bei den Pokédollern zwei Nullen wegstreichen, weil so ein Gegengift kostet ja 100 Pokédollar. Ist dann vielleicht umgerechnet 1 Euro oder so. Oder ein Supertrank kostet 700, ist dann vielleicht 7 Euro oder so. Keine Ahnung. Habe ich mir früher immer gedacht. Von daher gesehen, so ein Hyperball, wie teuer ist ein Hyperball? 1200 oder so?
Wenn dann laut meiner Rechnung 12 Euro, wenn ich überlege, wie viele 100 Hyperbälle ich hier verbrauche, doch, würde ich nehmen. Durchaus. So, nicht, dass du mir hier abkratzt. Aber du möchtest doch bestimmt in diesem Hyperwald drin bleiben. Ich meine, ganz ehrlich, der passt doch farblich voll gut zu Giratina. Der ist schwarz-gelb. Ich meine, er hat nichts Rotes in sich, aber, ne? So schwarz und gelb. Ich finde, dieser Ball ist wie gemacht für dieses Pokémon. Komm schon. Nee. Ich meine, ich hatte ja auch unverschämt viel Glück teilweise mit Legis in diesem Let's Play, muss ich sagen. Also nachdem mich Kyogre wirklich auseinandergenommen hat, das kann man gar nicht anders sagen, waren eigentlich die anderen Legis ziemlich nett. Also die Regis waren eigentlich, ich glaube Regirock war noch ein bisschen widerspenstig, aber so allgemein waren die ganz nett zu mir. Und die Djinns, also Boreos, Voltoros, Demeteros auch. Macht auch keine Volltreffer. Heatran war nett zu mir, also Lugia glaube ich auch. Also ich habe doch einiges an Glück gehabt. Das kann meinetwegen gerne so bleiben. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie das so zum Zuschauen ist. Das kann ich immer ganz schlecht beurteilen. Ob das irgendwie lustiger ist, wenn das Pokémon einfach nicht im Ball drin bleiben will und ich mich ärgere. Oder ob es schöner ist, wenn es sofort drin bleibt und ihr nicht 10 Minuten lang gucken müsst, wie ich Bälle werfe. Das weiß ich nicht. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr Mitleid mit mir habt und ihr denkt, boah, fang das bloß schnell. Oder ob ihr so sadistisch seid und es lustig findet, wenn ich hier ewig brauche. Ich weiß nicht, ob das zum Zusehen vielleicht langweilig ist, wenn die Fangversuche so ewig dauern, aber ich meine, ich schneide die ja auch ab einem gewissen Punkt. Wenn die jetzt länger als 15, 20 Minuten brauchen, dann schneide ich das ja schon so ein bisschen. Weil irgendwann ist auch mal gut, aber ich sehe es jetzt nicht ein. Von wegen, ja, ihr könnt die Giratina fangen, indem ihr Dialga und Palkia im Team habt, Level 50. Und ja, ich schneide jetzt mal, bis ich es gefangen habe. Schnitt und dann, oh, ich habe es gefangen. Part vorbei. 3 Minuten. Ich weiß nicht, ich finde, das ist doof. Muss nicht sein. Es gibt leider genug Let's Plays, wo es so gehandhabt wird. Das ist tatsächlich so. Ich denke mir immer, das ist Geschmackssache und jedem das Seine. Und ich will diese Leute auch nicht schlecht machen, die es so machen. Weil es gibt bestimmt Leute, die stehen nicht darauf, alles zu erkunden und alle Legis zu sehen, die mögen es, wenn man nur das Wichtigste zeigt. Aber ich finde es einfach schade. So ein bisschen Ich habe gerade das Nomen zu authentisch gesucht. Ja, aber generell so ein bisschen authentisch sollte das schon sein. Und bei Pokémon geht es eben um die Trainerkämpfe und auch um das Fangen der legendären Pokémon. Und das dauert einfach manchmal. Und deswegen, weiß nicht. Finde ich nicht, dass man jetzt alles einfach rausschneiden muss. Also ich für mich selbst entschieden, dass das doof ist und dass ich das nicht machen möchte. Wie es die anderen Leute handhaben, ist mir ziemlich egal. Ich habe ja auch immer so ein Auge auf andere Let's Plays zu Oras. Und die meisten sind jetzt ja sowieso schon vorbei, weil ich ja einfach viel länger gebraucht habe. Aber ich habe festgestellt, dass viele, viele Leute die Legis erst alle nach der Pokémon-Liga gemacht haben. Das heißt, bis zur Pokémon-Liga sind die teilweise durchgerannt, um schnell fertig zu werden. Und danach haben sie dann die ganzen Legis gemacht. Alle auf einem Haufen. Verdammt. Und da siehst du echt 20 Parts nur, wie sie Legis fangen. Und, ja, teilweise werden die auch, wie gesagt, nur gezeigt. Also die werden dann gar nicht gefangen. Und dann sind die Parts teilweise echt 5 Minuten lang nur, weil dann gezeigt wird, ja, da findest du ein Legi. Ende. Das könnte man ja nicht irgendwie dann in einen Part packen, wo man 10 Legis zeigt oder so, wenn man schon alles rausschneidet. Nein, man lädt dann immer nur einen Part hoch, wo man 3 Minuten lang einen Legi zeigt. Ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen, es tut mir leid. Ich weiß jedem das Seine und so, aber ich finde es einfach nicht schön. Nee, aber ich fand das echt interessant, wie Leute dann wirklich alle legendären Pokémon auf einem Haufen zeigen. Ich stelle mir das furchtbar langweilig vor, so auf Dauer.
Kannst du mal aufhören, immer Schemenkraft zu machen? Ich kann dich doch währenddessen nicht fangen, glaube ich. Oder? Ja. Ne? Dann... Was mache ich denn jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Na, nehmen wir den Megablock. Irgendwas muss ich ja machen. Auf fröhliches Pokémon-Karussell habe ich gerade keine Lust. Normalerweise hätte ich mich ja geheilt, aber ich hatte noch nicht wirklich Schaden. Nee. Steigen wir doch mal auf die Timerbälle um. So ein bisschen. Vielleicht kommen die ja besser an. Ach, Manu. Da hättest du ruhig drin bleiben können, wenn du dich schon dreimal drehst. Versuchen wir das Ganze eben nochmal. Dialga hat ja auch ein bisschen Überzeugungsarbeit von mir abverlangt. Jetzt aber, komm. Oder auch nicht, aber deine Zeit ist auch langsam um. Ich hab's vorhin schon gesagt, so 15 Minuten sind voll okay. Aber mehr muss dann wirklich nicht sein, bei zwei Legis in einem Part. Ich wollte hier nicht unbedingt eine Stunde sitzen. Ich glaube, das ist ein bisschen anstrengend für alle Beteiligten. Giratina, bitte! Bleib einfach in dem Ball, sonst komme ich gleich mit Sekundenkleber und klebe das Ding zu. Ist mir egal, dass du da nicht mehr aus dem Ball rauskommst. Und elendig da drin verhungerst, wobei... Ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, dass Giratina wirklich Nahrung zu sich nimmt, oder? In der Zerrwelt gibt es ja auch nicht wirklich Nahrung, oder? Egal. Überleg es dir auf jeden Fall gut. Entweder du bleibst jetzt freiwillig in dem Ball und dann kann ich dich jederzeit rausholen und dich in Pokémon Ami streicheln, oder ich klebe den Ball zu. Was ist dir lieber? Mal gucken. Wir werden es jetzt erfahren. Wo ist mein Sekundenkleber? Wobei, ich muss leider sagen, wir haben keinen im Haus. Weil es gibt schon so viele Leute, die sich damit die Finger zusammengeklebt haben und dann musste das operativ wieder entfernt werden, dass wir keinen Sekundenkleber bei uns im Haus haben. Aber wir finden bestimmt irgendwas anderes. Ich würde sagen, wir werfen jetzt noch einen Ball. Und wenn es dann nicht möchte... Dann, ja. Ne? Wisst ihr Bescheid? Wirklich? Wirklich? Mit Ankündigung? Also der letzte Ball, dann schneide ich. Und dann bist du drin geblieben. Wieso habe ich das nicht schon vor 10 Minuten gesagt? Vielleicht hätte das auch funktioniert. Na gut, hatten wir heute wieder zwei widerspenstige Pokémon. Ja, Rebell, das glaube ich dir sofort. Wandelform. Geiste, Drache, 4,5 Meter, 750 Kilo. Es wurde aufgrund seines Verhaltens verbannt. Ja, weil es nie in Pokébällen drin bleibt. Nein. Gut. Hätten wir diese beiden auch. Hui, wo fliege ich denn jetzt mal hin? Fliegen wir nach Moosbach. Keine Ahnung warum, ist mir gerade so nach. Hui! Ja, ich habe Spaß damit. Hui! Hui! Das ist nicht Moosbach übrigens. Zack. So. Haben wir auf jeden Fall wieder zwei Legis mehr auf unserer Liste. Finde ich gut. Im nächsten Part gibt's keine Legis. Da gibt's ein bisschen Sammelarbeit, nennen wir es mal so. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Es neigt sich langsam echt dem Ende zu. Ich finde das immer noch sehr traurig. Ich bin dafür, wenn wir mit diesem Let's Play durch sind,
Dann let's playen wir einfach Omega Rubin und genauso lieb wie dieses Spiel hier. Das heißt, ich brauche dann wieder irgendwie 80, 90 Parts und das endet nie. Es wird so ein Endlos-Projekt. Wenn ich dann Alpha Saphir jetzt let's played habe, dann Omega Rubin. Wenn ich damit durch bin, fange ich wieder mit Alpha Saphir an. Doch, es ist ein sehr guter Plan. Nee, aber das Spiel ist echt ziemlich toll. Definitiv. Aber gut, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.